Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch. Eine weitere Folge Rimworld. Unsere Dias hat sich mit aller Nahrung, die wir haben, aufgemacht, um Stanley zu retten. Heißt der Stanley? Stanley, jawohl. Irgendeine unbekannte Gefahr soll da wohl noch lauern. Zum Glück haben wir hier die schöne Straße, da ist die Reisegeschwindigkeit natürlich entsprechend hoch. Wo ist sogar eine Autobahn? 0,5, wenn hier die Unwegsamkeit schon 1 wäre. Unpassierbar, nur dass man es mal vergleicht. Hier hätten wir einen Pfad. Ach, da ist die Unwegsamkeit gleich wie auf der Autobahn. Naja, gut. Aber schneller als 0,5 kommt man vermutlich nicht voran. Frage ist, ob Stanley sofort in der Lage sein wird, mitzukommen oder ob wir dort noch eine Weile kampieren müssen. Das hieß ja erst irgendwie bewegungsunfähig oder sonst irgendwas. Aber da wissen wir jetzt gleich mehr. Die Karawane trifft jeden Moment ein. So, da liegt der Stanley. Ich hoffe nicht, dass der Wolf die Unbekannt und die Bedrohung ist. Da hätten wir wahrscheinlich ziemlich üble Karten. Stanley wird nicht unmittelbar sterben. Das ist ja schon mal gut. Hat der einen auf dem Kopf? Das sein Haar knüllt und hoch. Und das ist ein Bart. Ich dachte, er hat so eine Art Schleier und hier irgendwie so ein klitzekleines Mützchen oder so. So, der gehört jetzt zum Club. Ich möchte jetzt nicht die Kräutermedizin für Verletzungen verschwenden, die keine offene Wunde darstellen. Deswegen habe ich den jetzt gerade mal runtergesetzt, was die Medizinpriorität angeht. Aber wenn seine Verwundungen in irgendeiner Art und Weise behandelt sind, verheilen die natürlich schneller. Das ist klar. Der sonst so drauf. Alles eigentlich ganz gut. Oh, jetzt genau. Psychopath. Oh. Ziehen ist er aber ziemlich gut. Das ist wiederum schlecht. Handwerk kochen. Nice. Nahkampf. Hühner schließen sich. Thank you.
So. Also die schlechte Nachricht ist, also keine von seinen Verwundungen ist jetzt irgendwie so, dass man sagen würde, die sind jetzt in einer Nacht geheilt. Das Beste ist hier 2,2. Ich glaube nicht, dass wir hier allzu lange verweilen können. Die Frage ist, können wir eine Karawane machen, wenn Stanley unbeweglich ist? Theoretisch ja nicht, weil er kann nicht gehen. Praktisch könnte es ja aber auch sein, dass Diaz ihn trägt. Den Gas hier. So, und dann gibt's noch einen Snack zum Schluss. Ich denke, dann wird sich Diaz jetzt auch erstmal hinlegen zum Schlafen. Ah, das ist dringend nötig. Und unsere frisch dazugekommenen Hühner werden gerade gerotfuchst. Das heißt, da brauchen wir uns ja wohl auch nicht drum kümmern, wenn wir zurück sind. Naja, hier beim auf dem Boden draußen schlafen ist die Erholung natürlich so eine Sache. Starker Entspannungsmangel. Naja gut, hat keiner gesagt, dass das eine Lustreise wird. Den VW Käfer. So, aber dann gucken wir doch jetzt mal. So, beide kommen mit, nicht schlecht. Sollen wir mitgenommen. Damit alles mit alles. Das bringt mich auf. Da ist. Auch der Schlaf. Gehend. Also es sieht so aus, als wäre Stanley an Bord.
werden sofort angreifen. Ja, das ist angenehm, weil ich bin nämlich gerade gar nicht zu Hause. Lässt sich das vielleicht einrichten, dass ich auch so schnell nicht wieder nach Hause komme? Oh, Nahkampf 8, also gegen den sollte man so oder so nicht antreten. Ah ja, genau, jetzt verbrennen sie bestimmt unsere Ernte. Vielleicht doch noch einen Tisch mitnehmen sollen. So haut der jetzt wieder ab oder was? Nein, jetzt. Schlau. Nein, jetzt sind die Leute. Oh, fuck! Ob der Stunt nochmal klappt. Geht's denn dem überhaupt Körper? Na, ich meine, wenn ich das jetzt noch 12 Stunden so durchziehe, ist er tot. Blödes, er weicht hier immer seinem Kollegen aus und rennt deswegen nicht in diese Falle rein. Frage ist, kriege ich es vielleicht hin, dass wir die Richtung ändern? Aber schneller rennen? Bin jetzt hoffentlich ein bisschen schneller als er. Weil er verwundet ist. Oder hat er die Fallen jetzt gesehen? Ja.
So, das geht so jetzt erstmal nicht weiter. Jetzt kommen wir hier rein. Hat der noch 9 Stunden. So, und hier tobt ja wahrscheinlich auch ein Feuer. Und wo ist Stanley? Stanley ist da. Er ist da erstmal noch relativ sicher vor dem Feuer. Das Feuer dürfte hier auch demnächst wieder aus sein, weil hier ist ja noch alles in Asche. So, wenn wir jetzt hier eine Abfallzone. Rennt der jetzt vielleicht in die Falle rein? Na also. Ist der schon tot? Sollten wir den dieses Mal gleich... Ja, ich würde sagen, das akzeptieren wir mal so. So, und auch wenn das jetzt nicht populär ist, solange wir nichts Besseres haben, wird das mal getragen. So. Dann haben wir hier noch das Problem. Ah, verdammt. Dann. Aus dem Arm. Ziehen wir jetzt vorübergehend mal ins Lager ein. Aber dass die Penner auch immer Feuer legen müssen. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt futtert die was. Jetzt nur noch das letzte Feuer löschen müssen, Mann. Ach, das ist nicht im Heimatgebiet. Oh.
Gut, also, Diaz rettet Stanley. Das Feuer ist soweit unter Kontrolle. Hier sollte auch nicht mehr viel bringen. Das umgebende Material ist eh schon alles Asche. Vielleicht erwischt es noch den Baum. Der Angriff ist mal wieder abgewehrt. Wir haben ein bisschen alte Klamotten zum Anziehen. Wir haben einen weiteren Kolonisten. Das dürfte uns unheimlich voranbringen. Hier dürfte demnächst jetzt auch schon was zum Ernten sein. Dann können wir uns anständige Klamotten machen. Ich sag vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.